und dann gibt es dann da dementsprechend vielleicht sogar Preise oder was auch immer. Da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Tarkov bietet uns, Alter, willst du mich verarschen? Dreckiger Standby-Modus, was ist denn das hier für eine Scheiße? Gehst du an? Ja. Mich raus. Ah, meine Fresse. Wo war ich denn? Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Ich glaube, da habe ich aufgehört, oder? Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und in diesem Community-Talk wollen wir über einiges reden. Einmal natürlich über Escape from Tarkov, die Entwicklung von Tarkov. Und natürlich auch einiges zu meinem Kanal, wie es weitergehen soll, was so geplante Projekte sind und so weiter. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, meine Freunde, also der letzte Community-Talk ist tatsächlich schon eine ganze Weile her und ich hatte dazwischen ja auch eine etwas längere Pause, etwas unfreiwillig tatsächlich, aber dazu kommen wir im Endeffekt gleich noch. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich es wieder machen kann und freue mich auf jeden Fall, euch auch wieder auf diesem Wege begrüßen zu können. Gerade, dass ihr auch nochmal so ein bisschen mit mir Kontakt aufnehmen könnt oder beziehungsweise ich direkt von euch was höre. Gerade für die, die es im Endeffekt nicht in die Livestreams schaffen oder vielleicht auch aktuell einfach sagen, Escape from Tarkov ist nicht so ganz mein Game. Ich habe bei deinen älteren Projekten gerne reingeschaut, aber Tarkov gucke ich mal ab und zu rein, aber doch eher weniger, weil es vielleicht nichts unbedingt für euch ist. Ist ja aber auch jedem das Seine. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich euch auf diesem Weg im Endeffekt auch nochmal erreichen kann und wir so vielleicht nochmal ein bisschen quatschen können und ich natürlich von euch auch ein bisschen Kritik kriegen kann, beziehungsweise Anregungen oder allgemein. Fangen wir einmal mit Escape from Tarkov an. Da hatten mich einige Kommentare erreicht, gerade auch Leute, die etwas entrüstet sind über die Entwicklung von Tarkov und den Tarkov beziehungsweise Battlestate Games vielleicht einfach nicht genug tut, was die Entwicklung von Escape from Tarkov angeht. Gerade wenn man sich natürlich jetzt vor Augen führt, dass wir Tarkov seit 2016 spielen können und halt bis heute kein Release ist. Auch wenn natürlich 2016 noch Closed Alpha war etc. pp. Und dass er nach und nach weiter aufgedröselt wurde, bis wir letztendlich in die Beta gekommen sind, ist natürlich trotzdem schon einiges an Zeit vergangen. Und ich kann da tatsächlich auch jeden verstehen, der da vielleicht auch ein bisschen mad ist, dass er noch nicht dieses komplette Konstrukt hat, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, gerade was Open World angeht, beziehungsweise Free Roam Modus, dass man im Endeffekt verbundene Karten hat und das dann so abstreifen kann, anstatt immer in einzelne Raids geschickt zu werden. Natürlich, da war ganz am Anfang der Grundsatz sehr, sehr verlockend. Und gerade weil wir zu der Zeit alle noch sehr von DayZ Standalone meiner Meinung nach geprägt waren oder halt auch von der Arma-Mod DayZ, denke ich, dass da viele die Hoffnung hatten, hier den nächsten übertriebenen Survival-Titel zu finden, der da ziemlich gut anschließt. Das, was jetzt natürlich passiert mit den Raids, ist natürlich alles etwas anders. Es spielt sich ähnlich, aber doch komplett anders. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich Tarkov auch dafür liebe. Dieses Raid-System hat am Anfang mir nicht ganz so gut gefallen, weil ich auch, wie ihr oder wie einige von euch wahrscheinlich erwartet habe, dass tatsächlich gleich zeitnah dieser Free-Roam-Modus kommt und man sich sofort bewegen kann wie bei DayZ und dieser Survival-Aspekt mehr im Vordergrund steht als die heftigen Fights. Mittlerweile liebe ich auch die Fights, die Survival-Aspekte, die drin sind. Also ich will nicht sagen, man gibt sich damit zufrieden, aber ich habe es lieben gelernt. Tarkov ist für die meisten wahrscheinlich auch eine Hassliebe, für die, die dabei geblieben sind auf jeden Fall. Und hat einige Sachen gebracht, wo ich selbst sage, das kann mir heute immer noch kein Spiel geben. Deswegen hänge ich auch immer noch nach diesen Jahren immer noch an Tarkov. Kommen wir also zur Entwicklung von Tarkov. Was ist bei Tarkov passiert? Man muss das so sehen, natürlich auch wenn wir diesen Free-Roam-Modus nicht haben, worüber sich einfach die meisten von euch bei mir beklagt haben tatsächlich und natürlich auch Bugs etc. oder dass einige Sachen halt immer erst nach Ewigkeiten gefixt werden, muss ich eins dazu sagen und das ist meine Meinung, ihr könnt gerne eure Kommentare unten runterknallen. Alle Anregungen, die ihr dazu habt, haut mir sie gerne raus. Ich beantworte die auch sehr, sehr gerne. Und jetzt kommen wir erstmal zu meiner Meinung und die ist folgende. Die Entwicklung von Tarkov finde ich tatsächlich ziemlich gut. Der Zeitraum, der jetzt passiert ist oder in dem Zeitraum, in dem es passiert ist, ist für mich gefühlstechnisch doch ziemlich lang, wo ich mir gewünscht hätte, dass einige Prozesse schneller gegangen wären und wo ich mir selbst im Kopf sage, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, vielleicht das ein oder andere wegzulassen, um sich dann aufs Main Game zu konzentrieren. Ihr merkt, glaube ich, so ein bisschen, worauf ich anspiele, auch wenn viele den Arena-Modus hypen wollen. Ich bin trotzdem
der Meinung, auch wenn das irgendwann in ansatzweise ein Konstrukt zu, von dem eigentlichen Spiel Escape from Tarkov sein soll, ist Arena zeitlich gesehen für mich, was das ursprüngliche Escape from Tarkov angeht, falsch gesetzt. Natürlich verstehe ich irgendwo so ein bisschen auch den Sinn, den die Entwickler damit verfolgen, sich natürlich auch in anderen Nischen ein bisschen besser zu etablieren oder sogar im E-Sport. Und muss aber trotzdem dazu sagen, dass das am Anfang anders kommuniziert wurde, beziehungsweise möchte man am Anfang ja erstmal das Basisspiel haben, bevor man diese Abeckung in die Arena-Modes hat, etc. pp. Ich denke, da sind einige meiner Meinung, eure Kritik natürlich gerne, wie gesagt, in die Kommentare, aber ich denke, da ist der Zeitpunkt meiner Meinung nach einfach ein bisschen falsch gesetzt. Ich bin ein Freund davon, der sagt, ich mache eine Sache zu Ende, bis ich die nächste beginne. Weil ich bin der Meinung, ich weiß es nicht genau und ich weiß auch nicht, wie der Entwicklungsprozess im Detail aussieht, aber ich bin natürlich auch der Meinung, dass bestimmt einige Sachen wie Bugs, neue Inhalte und so weiter und so fort, dass diese natürlich dadurch auch zeitverzögert an uns weitergegeben werden, weil einfach auch eine gewisse Abteilung von Battlestate Games mit Tarkov Arena beschäftigt ist. Und dieses Personal fehlt halt bei der Entwicklung vom normalen Spiel. Also vom ursprünglichen Vanilla Escape from Tarkov, wenn man so möchte. Das ist meine Meinung. An sich möchte ich Arena natürlich auch mal ausprobieren. Ansonsten interessiert mich natürlich Escape from Tarkov selbst so mehr. Gerade Free Roam Modus, ihr habt es schon gehört, ist da eher mein Ding. Wo ich sehr gespannt bin, wie Nikita das am Ende noch deichseln möchte. Wie er sich das vorgestellt hat, hat er ja schon gesagt. Er möchte im Endeffekt ja alle Maps nach und nach rausbringen und dann ganz am Ende, wenn der Entwicklungsprozess soweit ist, möchte er diese ganzen Maps zusammenführen. Dass es am Ende eine ist. Finde ich super die Idee, so hatte ich mir das im Endeffekt auch vorgestellt. Jetzt nicht unbedingt vor Ablauf, aber ich verstehe so ein bisschen den Sinn dahinter. Wenn man einzelne Puzzleteile erstmal macht, bevor man sie zusammenschließt. Gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr da auch sehnlichst drauf wartet. Und ansonsten natürlich muss man eins noch dazu sagen, was ganz, ganz, ganz klar pro Battlestate Games und pro Escape from Tarkov spricht. Wir haben alle Geld für dieses Spiel bezahlt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das, was Battlestate Games uns für dieses Geld bis zum heutigen Tag, sagen wir mal, ich habe das Spiel, ich habe mir die Edge of Darkness Version geholt, direkt schon bevor ich spielen konnte. Ich wollte einfach einer der Ersten sein. Ich bin, ihr wisst es selber oder die meisten von euch wissen es, ich bin Urgestein in Tarkov. Ich bin wirklich seit Minute oder Sekunde 1 dabei und spiele dieses Spiel. Was ich für dieses Geld bekommen habe an Entwicklung, an Updates, an Content und so weiter, hat, glaube ich, für dieses Geld in diesen ganzen Jahren kein anderes Spiel geschafft in diesem Umfang. Und ich bin einfach hellauf begeistert, weil es natürlich ein geiler Prozess ist, immer wieder neue Inhalte zu kriegen, auch wenn es tatsächlich eigentlich dieser Entwicklungsprozess bis zum fertigen Spiel ist. Trotzdem kommt es natürlich einem immer fresh vor und heutzutage würde man das als DLCs bezeichnen oder Add-ons oder wie auch immer. Und man müsste für alles meistens extra blechen, um Zusatzinhalte zu bekommen. Oder man hat sich am Anfang irgendeine Season Pass gekauft, um dann da das zu bekommen und hier das zu bekommen. Die Modelle, die mir halt einfach nicht gefallen. Und da bin ich einfach ganz klar pro Battlestate Games. Muss man einfach sagen, das haben die Jungs bisher super gemacht, beziehungsweise mich zufriedengestellt. Auch wenn da Bugs drin sind oder zwischendurch mal das ist oder jenes ist. Kein Spiel funktioniert immer perfekt. Und ganz ehrlich, es ist eine satte Leistung. Ich meine, welches Spiel gibt uns sonst vom Shooter her und so weiter solch eine Atmosphäre? Immer noch Herzklopfen. Ich glaube, wenn ich ein Pulsmesser dran hatte, ich hatte das ja mal, ich wäre, glaube ich, immer noch so, dass ich jenseits von Gut und Böse bin mit meinem Herzschlag zwischendurch. Weil einfach die Atmosphäre von Tarkov nach wie vor fesselt. Ich kann natürlich jetzt nicht für Leute sprechen, die nur noch, also nur vor Tarkov hängen. Man muss ja dazu sagen, ich bin, was das angeht, ja durch meine Arbeit eher ein Casual-Player und komme damit so auf vielleicht meine 12 Stunden Spielzeit wöchentlich. Das ist für einige vergleichsweise wenig, die vielleicht einfach mehr Zeit haben, die, keine Ahnung, Single sind oder gerade aktuell vielleicht einen super easy Job in Teilzeit oder was auch immer, selbstständig und ja, obwohl selbstständig hat definitiv nicht mehr Zeit oder sogar das Glück haben, einfach Vollzeit-Streamer zu sein und dieses Spiel einfach, keine Ahnung, 8 Stunden täglich zu suchen. Ich meine, diesen Luxus habe ich nicht. Deswegen kann ich einfach nur sagen, die Atmosphäre flasht mich immer noch wie sonst was. Alles in allem, meine Freunde, wie gesagt, die Entwicklung von Tarkov, lass es jetzt auch nochmal den Cheater-Kram, das möchte ich gar nicht großartig aufrollen. Ich denke, da wurde im Internet auch schon genug zugesagt. Und ich bin an sich mit der Entwicklung, wie gesagt, zu Escape from Tarkov zufrieden. Ich wünsche mir natürlich, dass einige Sachen immer eher kommen und bin gespannt, wie sie gerade vor allen Dingen jetzt die Roadmap in welchen Zeitabständen verwirklichen wollen. Da
Da gibt es ja schon einige Spekulationen, allerdings bringt es mir nichts zu spekulieren. Ich bin froh, wenn es kommt und ich hoffe einfach, dass es nicht mehr so sehr lange dauert, bis dieses Spiel sein Release feiert und im Endeffekt dann auch an der Konsolenfassung gearbeitet wird, weil ich weiß, einige von euch da draußen warten auf eine Konsolenversion von Escape from Tarkov. Bin jetzt selber nicht so der Konsolero, aber ich kann euch da auch komplett verstehen, dass ihr natürlich auf Konsole dieses Spiel auch mal antesten wollt, für die, die es im Endeffekt gemacht haben. Ich habe auch schon einige mitbekommen, die trotzdem deswegen mal zwischendurch auf PC gewechselt sind. Ja, und weiter zu Escape from Tarkov hier auf meinem Kanal natürlich. Ihr habt selbst gemerkt, ich habe ja damals viel angefangen, gerade mit Tarkov News, gerade als kaum Infos irgendwie zur Verfügung standen, habe ich euch die News irgendwie näher gebracht, gerade vor allen Dingen auf Deutsch und so weiter, damit ihr ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen habt, ganz am Anfang, als irgendwie noch gefühlt keiner großartig drüber gesprochen hat und dann im späteren Verlauf euch natürlich immer auf dem Neuesten gehalten. Ja, dieses Tarkov News Format habe ich tatsächlich irgendwann eingestampft, weil mir so ein bisschen die Zeit gefehlt hat, um die brandaktuellsten News immer on point, am besten noch am selben Tag oder in derselben Stunde vorzubereiten und online zu stellen. Tatsächlich bräuchte ich dafür immer ungefähr einen Tag, um euch das näher zu bringen, und da halt mittlerweile die Community von Tarkov schon so groß ist, was mich riesig freut, sind natürlich auch einige YouTuber-Kollegen und Streamer-Kollegen da natürlich schneller auf Zack und bringen euch da die News auch näher. Das hieß dann für mich, dass ich mich mehr so ein bisschen aufs Gameplay konzentriere, weil die Tarkov News, wie gesagt, bei den anderen zeitiger da sind und euch es halt weniger bringt, als wenn es halt einen Tag später erst kommt und an dem Tag dieses Event gestartet ist und ihr erst am nächsten Abend davon erfahrt. Ich denke, das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Also, falls sich da jemand gewundert hat, warum dieses Tarkov News Format ein bisschen aufgehört hat, natürlich kommen auf meinem Kanal zu Escape from Tarkov noch andere Formate. Ich habe ja jetzt das Gameplay drin, ihr wolltet eher, dass die kompletten Raids drin sind. Das versuche ich jetzt schon so gut wie möglich umzusetzen, dass ihr den ganzen Raids habt. Und natürlich die Highlights bleiben natürlich auch immerhin weiter dabei. Genauso auch Community-Turniere. Die Roast Games, die wir im Endeffekt schon einmal gestartet haben, die würde ich natürlich auch in der Zukunft gerne machen, wenn sich genug Leute dazu finden, die auch Interesse haben. Tieran hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Für die, die dabei waren, wissen es auf jeden Fall. Für die, die nicht dabei waren, gibt ein kleines YouTube-Video dazu. Guckt es euch doch gerne an. Jetzt allgemein zu meinem Kanal. Wie gesagt, der letzte Community-Talk ist schon eine ganze Ewigkeit her, dieses Format. Möchte ich einfach gerne weiterführen, um euch ein bisschen up-to-date zu halten, was natürlich auch das aktuellste Game angeht, was wir hier auf dem Kanal besprechen und allgemein natürlich, was mein Kanal und vor allem euch betrifft. Was ich auf jeden Fall in der Zukunft noch mit angehen möchte, ist GTA 6. Wenn es denn endlich rauskommt, dann möchte ich es auf jeden Fall auch spielen natürlich und hier auf dem Kanal zeigen, präsentieren. Ich habe GTA 5 ja auch gern gesuchtet und vor allen Dingen halt on-stream auch viel Roleplay. GTA 5 gehabt etc. Es macht ungemein Spaß. Natürlich ist es dann dementsprechend auch mal nochmal Abwechslung zu Escape from Tarkov. Und da versteife ich mich tatsächlich drauf. Das möchte ich unbedingt. Da bin ich gespannt. Ich glaube, einige von euch da draußen auch. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Es dauert wohl erstmal noch eine ganze Weile, bis GTA 6 kommt. Ich möchte hier auch gar nicht auf irgendwelche Gerüchte eingehen oder das, was schon irgendwo geschrieben wird. Wenn es da ist, ist es da. Also ähnlich wie bei Tarkov. Auf jeden Fall wird das mit das nächstgrößte Projekt. Kleine Projekte zwischendurch würde ich immer mal so einschießen. Wenn ihr natürlich da auch Ideen oder Wünsche habt, vor allen Dingen, haut die mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, okay, pass auf, ich hätte gerne mal gesehen, dass du das spielst, als YouTube-Videos zum Angucken oder halt auch einfach mal Livestream. Ja, ihr merkt schon, dieses Format ist so ein bisschen interaktiv. Community Talk war es irgendwie schon immer. Ihr schreibt gerne in die Kommentare, was drin ist und wir quatschen einfach mal. Wie gesagt, für die Leute, die es halt nicht unbedingt in den Stream schaffen, auch gerne hier einfach über die Kommentare. Und dann können wir so ja auch mal Verbindungen pflegen und so ein Kram. Und nicht einfach immer nur berieseln lassen, so spreche ich euch auch nochmal direkt dran. Ihr seid im Endeffekt meine Community. Ich habe euch schon sehr, sehr viel zu verdanken und danke euch auch heute noch, dass ihr immer noch so fleißig einschaltet. Man kann nicht oft genug Danke sagen, wollte ich natürlich in diesem Video auch nochmal mit anbringen. Und ein Community-Talk wäre kein Community-Talk, wenn ich nicht auch ein bisschen was vom privaten Preis geben würde. Vor allen Dingen die Antwort, wieso kam so lange kein Community-Talk mehr. Das hatte natürlich mehrere Gründe, aber die meisten können es sich denken. Einmal war natürlich zeitliches Ding, gerade weil ich den Beruf ja wieder gewechselt habe. Und dann kam die große Pause, weil gerade der Anfang im Beruf und so weiter, ich null Zeit hatte, auch mit Umziehen etc., um irgendwas zu produzieren tatsächlich. Und ich musste dann leider erstmal eine Pause machen und dann hat es ewig gedauert, bis man dann auch wieder in Gang war, bis ich selbst gesagt habe, mein Setup steht. Und es war dann einfach so, dass auch das Setup nicht so war, dass ich jetzt hätte gut produzieren können. Ich hätte mich nicht wohlgefühlt in dem Raum und dachte, bevor ich Scheiße produziere, lasse ich es halt, vor allen Dingen, weil eh schon kaum Zeit dafür da war und ich liefere einfach ungern unfertigen Scheiß ab. Mittlerweile hat sich das ja nur alles erledigt. Jetzt ist der Community Talk, weil ich gesagt habe, pass auf, dieses Format, ich habe es mir ewig vorgenommen, aber ihr wisst, wie es ist. Man nimmt es sich vor und man schiebt es ewig vor sich her. Und jetzt habe ich gesagt, bam, heute Abend nimmst du das auf. Ist so.
Und dann machen wir wieder einen Community-Talk und dann bekommt das auch regelmäßig. Um euch das ein bisschen näher zu bringen, wie so mein Alltag aussieht, gerade was das Zeitmanagement angeht, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Also, die Woche hat leider nur 7 Tage. Montags schneide ich Videos nach der Arbeit. Dienstags streame ich ja, wisst ihr. Mittwoch schneide ich auch wieder und donnerstags streame ich wieder. Freitags ist dann natürlich auch ein bisschen Beziehungstime und Freunde, Privatleben auch irgendwie noch mit einbringen. Ich produziere dann auf dem Freitag, Samstag, Sonntag immer noch so ein paar Kleinigkeiten, gerade für den Stream. Ihr wisst es selbst, Emotes oder was auch immer, Sound Alert, etc. pp. Das mache ich meistens nebenher noch am Wochenende und ansonsten spontane Streams, wenn sich das zeitlich anbietet und dann ist gefühlt die Woche schon rum. Ihr merkt selbst, da ist das Zeitfenster immer relativ knapp. Ich hätte gern viel mehr Zeit. Der Tag hat leider nur 24 Stunden. 48 wären total genial. Dann würde ich die ersten 24 Stunden auf Montag für das verwenden, so ungefähr, und die anderen 24 Stunden dann nur hierfür. Sei es drum, haben wir nicht. Das einmal nur so, um kurz nachzuvollziehen, wie meine Woche so aussieht. Vielleicht könnt ihr das denn dementsprechend vielleicht etwas besser verstehen. Aber ich versuche mich trotzdem dran zu halten, 1 bis 2 Videos rauszuknallen auf YouTube unter der Woche. Wie gesagt, 2 bis 3 Streams die Woche. Und natürlich auch noch Shorts, TikToks etc. pp., was ich dann nebenher auch noch produziere. Ich hoffe, dass das gut ankommt bei euch natürlich. Und ich gebe mein Bestes, da so viel wie möglich zu machen. Aber trotzdem in derselben Qualität, sodass es euch unterhält. Ja, meine Freunde, damit wäre ich eigentlich auch am Ende angekommen. Zumindest für diesen Community Talk. Der nächste folgt schon bald. Und jetzt würde es mich tatsächlich nur interessieren, was ihr noch auf dem Herzen habt, was ihr zu dem Ganzen zu sagen habt, egal zu welchem Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, haut es mir gerne in die Kommentare. Seid im Livestream dabei oder auf TikTok, wo auch immer. Lasst was von euch hören, haut mir eure Meinung raus, Kritik, Wünsche, was auch immer. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr, sehr freuen, im Stream mit euch zu chatten. Da würde ich mich riesig drauf freuen. Und mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt nochmal den wundervollsten aller Tage. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch dieses Video produzieren zu dürfen. Und mit diesen Worten melde ich mich ab, wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, würde mich freuen und sage erstmal ciao, ciao.